für den Rennstall da oben am Ablauf. Philippa kommt heran, ging hinein, alles ist startklar für das neue Welle-Auftaktrennen und die Türen haben sich geöffnet an der 2200 Meter Marke. Antarktis ein wenig hinter den Kandidaten abgesprungen, sofort im Anschluss bemüht. Sarandia an der Innenseite kann es zunächst einmal am besten, wird aber an der Außenseite direkt abgelöst hier von Chis Gina. Sarandia und Chis Gina, das die ersten beiden Kandidatinnen. Dahinter sehen wir Philippa als drittes Pferd an der Außenseite galoppiert. Event Mom in vierter Position. Fünftes Pferd ist Antarktis und sechstes und letztes Pferd zunächst einmal Flame. So geht es durch den Iffelsheimer Bogen hindurch, über den Übergang. Sarandia und Daniele Porco haben gut eine Dreiviertellänge Vorteil. Vor Chis Gina mit Adri de Vries im Sattel. An der Innenseite sehen wir Philippa unter Franco da Silva. Außen Stefan Helin in den Farben des Gestüt Witte Kindshof, Event Mom. An der Innenseite dann Antarktis unter Olivier Placé und außen Eddie Pedrosa im Sattel von Flame. So geht es Mitte gegenüber weiter. Sarandia an der Spitze mit großer, raumgreifender Galoppade führt. Vor Chis Gina, also die beiden Favoritinnen 1-2. Dahinter sehen wir Philippa, wird begleitet von Event Mom, dann Antarktis und dann Flame. So sind noch gute 1000 Meter zu absolvieren. An der Spitze nach wie vor Sarandia. Sarandia führt vor Chis Gina, das Tempo ist gut. Dahinter Philippa liegt auf der Lauer, Event Mom. Antarktis lässt sich schon ein wenig anfassen und Flame ist um Positionsverbesserung bemüht. So geht es durch den Schlussbogen bereits hindurch. Auch Adri de Vries hat so langsam die Arbeit begonnen auf der Favoritin auf Chis Gina. Sarandia an der Spitze marschiert frisch und munter. Das sieht aktuell sehr gut aus. Chis Gina lässt sich kräftig sammahnen. Dann Philippa, die wird geritten. Event Mom ebenfalls Flame und Antarktis verliert den Anschluss. In der Zielgeraden optisch geht Sarandia hier im Moment wie die Siegerin. Aber jetzt muss sie auch was finden. Chis Gina versucht anzugreifen. Event Mom an der Außenseite. Sarandia legt aber innen bequem zu. 200 Meter vor der Linie vor Chis Gina. Dahinter dann Flame, läuft ein tolles Rennen. Event Mom und Philippa. Sarandia geht auf und davon. Sie genießt eine hohe Wertschätzung im Quartier von Peter Schürgen. Und das zeigt sie hier. Sarandia ist eine überlegene Siegerin gegen Chis Gina. Und dahinter ist es Event Mom vor Flame, Philippa und Antarktis. Der vorläufige Einlauf für das erste Rennen des Tages, das neue Welle-Auftaktrennen. Siegreich war die Programmnummer 7, Sarandia unter Daniele Porcu. Zweites Pferd war die 3, Chis Gina mit Adri de Vries und drittes Pferd die 1, Event Mom mit Stefan Helly. Vorläufig heißt das also in unserer Auftaktprüfung 7, 3 und die 1. Hier vor den Tribünen, da sehen wir sie, die sehr überzeugende Siegerin in der Auftaktprüfung, dem Neue Welle Auftaktrennen. Der Sieg geht nach Köln an das Quartier von Peter Schürgen. Er ist der Trainer der dreijährigen Darcilly-Tochter Sarandia. Diese steht im Besitz der Stiftung Gestüt Fährhof und der Siegjockey, unser Freund aus Italien, das ist ihr Applaus für Daniele Porcu und das Team um Sarandia.